Willkommen zurück, Leute, zu Pikmin hier aus Tag 17 und wir werden uns dieses Mal das neue Level ansehen, die ferne Quelle. Ich muss zugeben, ich war gerade ganz kurz drin, hab ein bisschen gesehen und denk mir nur, oh mein Gott, das wird nicht schön. Nee, das wird beim besten Willen nicht schön. Ich hab ehrlich gesagt auch, ich hab keine Ahnung, wie ich das Level überhaupt lösen soll. Beim besten Willen nicht, das ist die Hölle. Und deswegen würde ich auch sagen, ich nehme jetzt nur diesen einen Part auf. Und ihr schreibt mir im besten Fall alles in die Kommentare, was ihr irgendwie wisst, weil ich bin echt gerade, ich bin am Verzweifeln. Also hier ist fast alles voll mit Wasser. So viel kann man schon mal sagen. Ich nehme jetzt hier 100 Rote. Einfach um die übelste Destruction zu starten. Hier sind nämlich auch, hier sind eine Million Gegner. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und überall ist Wasser. Überall ist Wasser und es gibt eine Million Gegner. Das ist echt nicht mehr feierlich. Das ist wirklich... Beim besten Willen nicht schön. Dreh dich mal bitte zu mir, weil bei dir habe ich so das Gefühl, dass ich dich von... Hallo? Von vorne angreifen muss, ja. Ja, schön alle daneben, das ist super. Ich muss auch den Schatten ziehen, das ist so eine Sache, die verpeile ich leider immer. Alle wieder ran, alle wieder ran, alle wieder ran. Nein, 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 der wird uns hier bestimmt nicht zur Strecke bringen. Weil, durch ihn hier, kriegen wir schon mal... ganzen Haufen, ja, Pikmin, die wir uns theoretisch holen können. Gut, das haben wir schon mal. Wenigstens einen. Also einen Gegner haben wir schon besiegt, damit sind wir schon sehr, sehr gut im Rennen. Ja, klar. Wem machen wir hier was vor? So, macht mal bitte alle hier. Nee, da gehen wir nicht hin. Da gehen wir nicht hin. Das ist mir zu viel Wasser. Das ist mir zu viel Wasser. Ja, das ist hier alles voll mit Wasser. Guckt euch mal die Karte an. Wasser. Die gestrichelten Linien sind Wasser. Das ist doch einfach nicht mehr feierlich. Und was zur Hölle ist das da? Da war ich noch gar nicht. Das sieht mal aus wie so ein Fabrikkomplex oder so. Ja. Und natürlich Wasser, 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 Wasser. Und es gibt einfach kein blödes Teil, das man mal irgendwie ebenso holen könnte. Zumindest gefühlt. So, und hier trennen wir am besten erstmal genau. Komm mal hier hin. So, 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 so. Ich hab dich getroffen. Ich hab dich getroffen. Jetzt, jetzt, jetzt hier alle ran. Alle ran. Erledigt das Ding, erledigt das Ding, erledigt das Ding, erledigt das Ding, zerstört es einfach, zerstört es, genau. Oh yeah, jetzt läuft's aber, jetzt läuft's aber. Und ihr sollt jetzt nicht den Kram mitnehmen, da ist nämlich noch so ein Fliegteil. Das weiß ich. Das weiß ich, das hat mich nämlich auch extremst gestört. Ja, komm du mal am besten, ja, komm mal einfach her. Ist auch übelst aufs Maul, ja, ist gar kein Problem. Wieder, bam, 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 bam. Nein. Ich will jetzt erstmal, ich will keine roten Pikmin farmen. Ich möchte keine roten Pikmin farmen. So, und wenn wir jetzt... Hallo? Ach so. Was machen die denn da schon wieder? Wobei, das könnt ihr eigentlich... Eigentlich könnt ihr das ganz gut machen. Weil, die können ja an sich die Blütenblätter ganz gut gebrauchen. Ich meine, das sind ja hier unsere Fighter. Nein. 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 Lasst es doch einfach mal. Okay, alle wieder ran. Dann haben wir alle, haben wir alle. Dann werden wir nämlich jetzt hier in aller Ruhe. Genau. Wir werfen einfach alle da dran. Dum, 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 dum. Da können wir durchgehend werfen, so ziemlich. Ach, fuck, das ist doof. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt schon wieder richtig doof. So. Ich komme leider nicht nach hinten. Ich komme leider nicht nach hinten. Ich komme leider nicht nach hinten. Wenn jetzt einfach alle angreifen ganz schnell, dann ist er ziemlich schnell down, genau. Okay. So, jetzt haben wir schon ein paar rote Pikmin verloren. Dann können wir die... Ja, da, nein, jetzt ist einer noch. Bringt den wenigstens weg, meinetwegen, ja. Damit wir wieder ein paar blaue kriegen. Ein paar rote. Wenigstens, ja, da können wir irgendwie rüber. Wir brauchen auf jeden Fall gelbe Pikmin. An dieser Stelle würde ich mal sagen... An dem Ding dürft ihr ruhig arbeiten. Ja, doch. Aber ich bleib jetzt hier, weil sonst traue ich dem Braten nicht, dass sie das gleich versauen, ja. Vor allem, wer ist das? Was kann der? Ich glaube, der kann... Der springt hoch oder so ein Mist, ne? Ja, und mit dem Blauen können wir dann den Weg weiter freilegen. Ich würde auch sagen, dass wir diesen Tag so ein bisschen dafür nutzen... Ein bisschen erkunden, ein bisschen farmen und dann sagt ihr mir, was Sache ist. Ja, ich denke, das ist am besten. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, die ich hier überhaupt so halbwegs... Jetzt wehe, ihr fallt da runter. Ich raste aus. Das würde mich jetzt auch überhaupt nicht gewundert, wenn jetzt auf einmal alle runtergeflogen wären. Alle.
Boah, hier liegt echt viel Kram. Das ist nicht so verkehrt. Nein, nein, nein. Nichts mitnehmen, nichts mitnehmen, nichts mitnehmen. Nehmt ihr auch nichts mit? Ihr sollt doch nichts mitnehmen, habe ich gesagt. Klar, die könnten das schon alles hier hinbringen. Das ist richtig. Das wäre natürlich eine Option. Aber jetzt verpinkeln sich erstmal wieder alle roten Pikmin. Und dann, ja, dann gehen wir ein bisschen ans Farm. Hier sind sogar noch ein paar, ne? Ja, wobei, die können auch eigentlich... Nein, ihr sollt da raus hier rein. Ich wollte nur den Rest da auch noch reinschicken. Weil ein paar gelbe können wir auch noch ruhig farmen. 43 blaue, ey, das ist zu wenig in dieser Welt, schätze ich. Glaube ich einfach mal. Weil, guckt es euch an, das ist ja... Das besteht ja nur aus Wasser. Das besteht ja nur aus Wasser. Das besteht doch nur aus Wasser. Ja, komm, dann macht man hier erstmal. Nehmt erstmal alles mit, was ihr so mitnehmen könnt. Dum, dum, dum. Ja, genau. Blau, blau, blau. Blau, 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 blüht Enzian. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Keine Ahnung. Nicht? Wollt ihr nicht mitnehmen? 10 Stück? Hallo? Gott, sie weigern sich mal wieder. Dann machen wir es halt so. Zack, 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 zack. Ja. Das sieht ganz gut aus. Jetzt wird mit dem Hammer zugeschlagen. Na, endlich. Darauf habe ich gewartet. Nachbar mal wieder, ne? Es ist hier. Es ist ja ein wahr gewordener Traum. Auf jeden Fall können wir die Blauen da auch, glaube ich, erstmal noch in Ruhe drin lassen. Ja, ich denke mal, das stört nicht. Weil ich wollte eigentlich die gelben Teile dann schon mit den gelben farmen. Weil gelbe haben wir ja jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viele Pikmin, ne? Na, also da geht auf jeden Fall was. Da kann man noch ein paar mehr gebrauchen. Geht doch. Macht doch einfach. Wo ist das Problem? Ich meine, ihr seht doch, was ich von euch will, oder? Es ist doch ziemlich offensichtlich. Jetzt geht da dran! Ja, und mir wurde schon so oft gesagt, ich soll nicht immer meine Pikmin beleidigen, aber was soll ich denn tun? Guckt es euch doch an, das ist doch einfach nur übel. Was können wir denn hier noch machen? Hier ist noch ein blauer. Oh ja, wir könnten... Ja, das ist eine gute Idee. Denke ich. Das ist eventuell eine gute Vorbereitung. Du kannst auch noch ruhig eine nehmen. Habt ihr jetzt alle? Ist da noch was drin? Ich wollte nur sicher gehen. Okay. Pikmin mit Bombe. Du bist kein Pikmin mit Bombe. Ich hatte doch gerade ein Pikmin mit Bombe in der Hand. So. Weiterer Pikmin mit Bombe. Eins. Pikmin mit Bombe. Ey, ist das so eine harte Wand? Ich hätte jetzt gedacht, dass das mit drei Dingern erledigt ist. Nee, wir brauchen noch zwei. Das ist nicht so gut. Gab es denn hier noch irgendwo was? Ich glaube, es gab sogar noch mehr. Ich meine, wir hatten da mal was gesehen. Oder ich hatte was gesehen, als ich hier das erste Mal ein ganz bisschen das Level angeteasert habe. Für mich so. Naja, das sieht aber nicht so wahnsinnig viele. Vielleicht sind noch ein paar in der Zwiebel. Okay, hier könnten wir noch irgendwie nicht durch, ne? Super. Was haben wir hier? Nichts. Oh Gott, was ist das denn hier alles? Da hinten ist ein Teil. Ja, der Pikmin macht's. Nee, wisst ihr, was das macht? Nee, da gehe ich nicht mit dem Gelben hin. Da wäre ich doch blöd. So, lassen wir die immer alle. Du darfst ruhig mit. Ihr dürft auch ruhig mit. Einfach nur so ein paar mitnehmen, weil warum denn nicht? Die fallen ja sowieso ins Wasser. Also who cares? Sie fallen nicht ins Wasser? Doch. Wollte gerade sagen, ja gar nicht. Kann ich euch da hochwerfen? Tatsächlich kann ich das sogar. Wie viele wollen wir denn da dran haben? 20. 20. Die Frage ist nur, wie kriegen wir denn da 20 hin? Wenn ich die hier stehen lasse, wieder zurücklaufe. Ja, doch. Doch, doch, doch. Das könnte sogar. Das könnte sogar hinhauen. Frage ist nur, können die das dann auch dahin bringen? Was? So viele Pikmin? Ach so. Die ganzen Gelben hier müssen weg. Die ganzen Gelben müssen. Wir haben noch fast den halben Tag. Wie geil ist das denn? Ist ja richtig episch. Ich werde das, werd das jetzt ganz gechillt machen einfach, Leute. Und ich lasse die Pikmin hier drin, damit die sich blütentechnisch so ein bisschen entwickeln können. Also nicht, dass man mir das wieder vorwirft, die Dinger nicht raus...
Achso, die sind noch nicht weg. So. Das wird ja auch ganz gerne gesagt. So, ja, zieh die doch mal raus, Wolle. Warum ziehst du die nicht raus? Die sollen sich doch entwickeln. Die müssen doch schnell sein. Ja, sie seht doch das Elend. Von daher, ja, das war klar. Ja, die fallen ja sowieso alle runter. Kann ich besser so machen. Zup, zup, zup. Hier erstmal hin. Dann schmeißen wir die alle hier hin. Und von da aus dann nach oben. Und dann hoffen wir fürs Beste. Ich hab keine Ahnung. Mehr fällt mir dazu echt nicht ein. Also nur aufs Beste hoffen. Was willst du da auch sonst machen? Ne, keine Ahnung. Nichts. Nichts. Oh. Ja. Beschwer dich über die Pikmin, dass die da nicht rüberkommen, aber selbst kriegst du es auch nicht hin, ne? Ist klar. Das ist klar. Das haben wir gerne. Das haben wir gerne. Da gehen die gleich hier so rum. Das könnte sein. Kriegt ihr das hin, Leute, ohne runterzufallen? Ja, wenigstens ein paar. Okay, das klappt, das klappt, das klappt, das klappt, das klappt. Das müssten sogar. Das werden die 20 doch wohl sein, oder? Sie gehen los. Okay. Der Reparaturbolzen. Dieses Roboterwunder kann einfach alles im und am Schiff reparieren. Und das ist auch gut so, denn die Behebung technischer Pannen finde ich einfach langweilig. Oh, das Ding liegt da aber blöd, oder? Nicht, dass das jetzt... Jetzt hast du das Spiel gebackt. Jetzt hast du das Spiel gebackt. Okay, nee, sie kommen dran. Und sie nehmen es sogar. Ist ja geil. Wie geil. Jetzt ist nur die Frage. Die greifen an, wa? Nee, die greifen nicht wirklich an. Nein, die greifen nicht an. So wie es aussieht. Nö, die trauen sich nicht. Und der ist zu weit weg, nehme ich an. Das müsste unproblematischerweise klappen. Da habe ich ja sogar am ersten Tag hier im neuen Level einen Teil gefunden. Das ist ja richtig geil. Ich denke mal, das wird in den nächsten Tagen bestimmt schwieriger. Aber wir haben ja ganz gut Pikmin gefarmt auch. Das ist ja auch ganz nett. Und seht ihr, jetzt haben die alle eine Blüte. Das ist ja so ein Traum. Und hier entwickelt sich das auch langsam bei den Gelben. Das ist super gut. Unfassbar. Ja, ja. So, Reparaturbolzen. Sieht aus wie ein normaler Bolzen, ist tatsächlich aber ein Reparaturroboter. Ich habe 18 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich mir noch 11 finden würde, könnte ich die Leistung... Ja, ja, ja. Dann könnten wir nämlich zum Endboss. Und dann entscheidet sich, ob wir die richtigen Teile haben. Man braucht ein ganz paar Teile nicht. Aber ich denke mal, ich habe schon einige von den Teilen, die ich eigentlich nicht brauchen würde. Und jetzt habe ich wirklich keine Ahnung, wo ich hingehen könnte, sollte, müsste. Ich kann jetzt auf jeden Fall mal meine Pikmin aus dem Boden ziehen, bevor die Leute wieder durchdrehen. Zack, zack, zack. Nehmen wir jetzt auch erstmal nur blaue mit. So, mit dem blauen, ja, weiß ich nicht. Müssten wir eigentlich... Ja, damit können wir zumindest überall hin. Wir könnten eigentlich am besten noch mehr blaue farmen. Ja, ja, ich denke schon. Ja, ich weiß halt nicht, ob das Schwachsinn ist. Und ihr mir am Schluss sagt, nee, du brauchst gar nicht so viele blaue, es ist unnötig. Aber, ja, solange ich das noch nicht weiß. Also ich werde auch definitiv... Ja komm, dann machen wir das mal so. Du fliegst jetzt hoch, wa? Genau. Hab ich mir gedacht. Und jetzt greifen wir an. Bam, 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 bam. Das läuft, das läuft, das läuft nicht. Oh. Ist irgendeiner gestorben? Ich glaube, da ist keiner bei gestorben, oder? Nein, oder doch. Den bringt er weg. Das Rote, das behalte ich erstmal. Ah, hier können wir noch einen Weg freilegen. Das ist wahrscheinlich nicht allzu doof. Haut den mal bitte schnell um. Oh nein, das ist so ein Fliegeding. Ein Fliegeding, ein Fliegeding. Trefft es doch bitte, trefft es doch bitte. Das gibt's doch gar nicht. Oh, wie ich die Dinger hasse, die fliegen können. Die sind so übelst. Oh ja, jetzt. Einen haben wir. Dich bitte auch noch. Eigentlich machen die ja gar nichts, oder? Bin ich mir unsicher. Die Sonne geht unter. Ja, uncool. Haut den um. Ja, genau. Haut den um. Jetzt mach doch auch endlich. Greif doch mal an. Ja, okay. Okay, die Gegner hier sind zumindest down. Dann versuchen wir jetzt noch irgendwie so gerade
Pikmin, die unsere Beute tragen, laufen an einer bestimmten Stelle herum. Es scheint, als ob ihnen der Weg zur Zwiebel versperrt sei und sie sich an einem unüberwandbaren Hindernis stellen müssten. Sie verlieren ihr Ziel aus den Augen. Das ist inakzeptabel. Ich werde herausfinden, was sich ihnen in den Weg gestellt hat und was ich zur Lösung dieses Problems tun kann. Was stellt sich denn ihnen in den Weg? Können die das nicht durch das Wasser tragen, vielleicht? Das könnte ich mir noch vorstellen. Ja, schneller arbeiten. Ich hätte das noch ganz gerne. Fertig hier, bevor es Nacht wird. 10, 9. Ja, jetzt werden definitiv... Wo sind die denn? Die sind alle bei der Zwiebel. Das ist okay für mich. Und der Rest ist bei mir. Das ist auch absolut okay für mich. So, wenn die das jetzt noch fertig kriegen würden, wäre natürlich endkrass, aber das wird nichts werden. Ne. Kann ich euch denn noch dazu überreden, ein bisschen mitzuhelfen? Nicht, ne? 5, 4. Oder auch nicht. Oder auch 3. Komm schon. Ja, ja, ja. Aber das ist ein bisschen zu viel Arbeit. B-Knopf funktioniert. Der B-Knopf wollte gerade nicht. Okay, die sind bei mir. Das müsste gehen. Schauen wir mal, was wir hier so verloren haben. Ich denke mal, das ist nicht ganz so übel gewesen. 17 Tage seit Absturz. Viele Teile meines Schiffes sind hier verstreut. Wenn meine Berechnungen stimmen, sollte ich in der Lage sein, alle fehlenden Teile zu finden. Nun, nicht alle. Der Verbleib einiger Teile bleibt unglücklicherweise weiter ungeklärt. Ich muss 11 weitere Teile finden, um die Reichweite des Dolphins zu erhöhen. Wir haben... Was? 15 zurückgelassen? Kacke. 14 verloren. Gekeimt 69. So, jetzt haben wir 50 blaue. Dann haben wir gerade 14 blaue zurückgelassen. Aber wo zur Hölle habe ich die denn? Was? Naja, gut. Kann man nichts dran ändern. Ich würde sagen, Leute, ihr schreibt mir nach Möglichkeit alle Tipps, die ihr habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Part und failen nicht ganz so heftig mit euren Tipps. Bis dann und ciao.